Hallo liebe Weitbraucher und Tabakgenießer. Ja, heute der fünfte Flake Friday, Friday Flake. Es ist echt ein Zungenzerbrecher. Ein zumindest für mich etwas besonderer Flake Friday, weil heute stelle ich mal keinen deutschen Tabak vor, sondern immer einen amerikanischen. Den habe ich schon seit Juni 2017. Also zumindest wurde er da abgefüllt. Kurz nach Erscheinen hatte ich mir den damals auch aus den Staaten geordert. War auch der letzte Tabak, den ich mir von den Staaten geordert habe, nicht, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Also die Tabake sind immer noch interessant und da gibt es einiges, was ich gerne probieren möchte. Aber in der Zeit fing das an, so ein bisschen schwieriger zu werden wegen Import und Zoll war irgendwie rabiater. Ich habe das noch so vage in Erinnerung. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock, die doppelte Kohle zu zahlen, nur weil irgendein Depp meint, er müsste da noch Kohle abgreifen. So ist es halt, dass das meine letzte Dose ist, die aus den Staaten gekommen ist, die auch zollfrei durchging. Hat einen schönen grünen Aufkleber bekommen. Und ja, quasi so das Ende einer Serie, die durch die YouTube-Community ging, als es vor etwa 4, 5 Jahren so war, dass der amerikanische Tabak-Hype hier in Deutschland so richtig krass vertreten war. Will heißen, es wurden überwiegend Amerikaner irgendwie gereviewt, oder was heißt überwiegend? Gefühlt jedes zweite, dritte Video war tatsächlich ein Amerikaner. Und natürlich war das spannend, war das interessant, ne? Ich sag mal, der Reiz des Ungreifbaren. Dem bin ich auch so ein bisschen erlegen, aber ich hatte mir dann irgendwann gesagt, mit dem, sage ich mal, mit den Problemen, die durch Zoll bzw. Import nach Deutschland einhergingen. Ja, ist okay. Scheiß drauf, nutzt die Chance und schaut dir die deutschen Tabak an. Da gibt es noch so wahnsinnig viel, was ich probieren möchte. Ich werde sowieso nie alles schaffen, weil man kommt eh nicht an alles ran, davon mal ab. Aber ich dachte mir, wir haben hier so eine unglaubliche Auswahl, so ein unglaubliches Sortiment. Da kannst du dich austoben, da kannst du dich ausleben. Es gibt Tabake, die du wirklich sehr, sehr gerne magst, auch wenn der ein oder andere leider schon in der Versenkung verschwunden ist. Der letzte ist ja einer von meinen Flake Fridays, der Jermaine's Special Latakia Flake. Der ist ja nur schon weg vom Fenster. Wie gesagt, der Springtime, der jetzt zwar nicht mein Fave ist, also ich mag ihn, wie gesagt, nicht wirklich so sehr, aber der ist ja im Prinzip auch bei der Bildfläche nahezu verschwunden. Und ja, an die Dunhills, die jetzt Gott sei Dank ihr Remake bekommen haben vor einiger Zeit, fand ich das auch einen derben Einbruch. Ausgerechnet die Sachen, mal abgesehen jetzt hier von dem Springtime, die ich wirklich mag. Und ich mag nur sehr, sehr wenige Tabake wirklich so richtig gerne. Es gibt viele, die schmecken mir und die rauche ich gerne, aber es gibt nur wenige, wo ich wirklich sage, ohne die möchte ich ehrlich gesagt ein Pfeifenleben nicht mehr. Naja, nicht mehr führen ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also auf die zu verzichten wäre ein herber Einschnitt. Ja. Nun gut, nichtsdestotrotz, den deutschen Markt dann jetzt mehr supporte, was ich denke auch ganz gut ist, geht es heute um meinen letzten Ami, wie gesagt, den Stonehenge Flake. Ich hatte damals allein schon das Cover super angesprochen. Wunderschöne Dose, GLPs. Ich finde, die machen generell schöne Dosen. Ohne diesen ganzen, naja, staatsgroßer Kram. Ich meine, natürlich haben die hier auch ihre kleine Warnung, aber das ist dezent. Wer sich wirklich über ein Produkt informieren möchte, weil er Sorgen und Nöte hat oder einfach ein bisschen mehr erfahren will, der liest sich das durch und für jeden anderen ist es eine nette Beigabe und gut ist. Und eigentlich sollte das nur generell sein, aber naja, gut. Ich möchte jetzt hier nicht politisch werden. Genug des Vorwortes. Es geht, wie gesagt, um den Stonehenge Flake und ich muss noch mal gucken. Ich habe diesen Tabak vor einiger Zeit geöffnet, hatte ich gar nicht mehr Erinnerung. Ich hatte gedacht, ich habe hier noch eine verschlossene Dose, aber ich habe den schon mal aufgerissen und habe da wohl zumindestens dran gerochen und der muss ziemlich feucht gewesen sein, weil der wirkt für mich noch voll. Es könnte schon sein, dass ein ein Flake-Scheibchen fehlt, aber wirklich sicher bin ich mir da jetzt nicht. Was gibt es zu berichten? Ja, der Tabak wird unter Tobacco Reviews gekennzeichnet unter Burley, Perique und Virginia.
wobei der Schwerpunkt auf Virginia und Perique liegt und er soll eine Schokoladen- oder Kakao, ja, Kakao- und Schokoladennote haben. Schokolade ist ja eher süß, Kakao ist ja eher herb. Und das war es eigentlich auch schon. Also ziemlich unspektakulär, fast schon langweilig, aber muss nichts heißen. Wie gesagt, manchmal müssen die Dinge simpel sein, um richtig gut zu sein. Machen wir den Kameraden mal auf. Ist wie gesagt auch so ein Döschen gewesen wie eine Konserve, was ich persönlich richtig cool finde. Im Gegenzug finde ich diese Deckel weniger gut, aber das Schöne ist, der kann noch ein bisschen nachtrocknen. Es geht einfacher als bei unseren deutschen Dosen. Da bin ich dann gezwungen, die Dose offen zu lassen, aber das macht nichts. Wie gesagt, daher kommt er ein bisschen unsortiert, ein bisschen unaufgeräumt. Das sieht fast aus, als wäre da Schimmel drauf. Irgendwie fängt die Kamera das gerade nicht so ein, aber das ist tatsächlich nur wieder mal ein bisschen Zucker, der sich ausgelagert hat. Ich gucke mal, ob ich eine Scheibe von unten nehme, das sieht man so ein bisschen besser. Wobei hier ist auch gut Zucker ausgetreten. Dunkelbraun, wirkt gemasert wie Holz. Riecht sanft schokoladig, ist weich, ist von der Konsistenz eigentlich genau richtig. Also ich habe den, wie gesagt, länger als 2, 3 Monate schon offen. So viel bin ich mir sicher. Eigentlich hatte ich schon gefühlt vergessen, als ich die Dose habe. Was ich persönlich nicht so gut finde, das kann ich vorneweg schon sagen, der Flake ist ziemlich dick. Weiß nicht, ob man das an meinem Head so einigermaßen erkennen kann. Der hat Semmel-Gavel-Niveau, sage ich mal. Finde ich persönlich nicht so geil, weil das für mich persönlich immer Schwierigkeiten gibt, den anzuzünden, aber ja, schauen wir mal. Wie gesagt, der ist weich, der Tabak, der ist mild vom Geruch. Riecht, wie gesagt, ganz, ganz sanft schokoladig und hat eine ganz leichte Tabaknote im Hintergrund. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr macht einen frischen Virginia auf, stellt den euch hin. Daneben macht ihr eine Dose Kakaopulver aus Kaba oder irgendwie sowas. Und ihr würdet so die Luft so ein bisschen durchfächern und genauso riecht es. Genauso. Wobei der Kakao ein bisschen stärker noch ist. Ja, einbringen werde ich ihn heute in eine meiner Liebsten. Ich habe mehrere Liebste. Flake-Vernichtungsmaschine. Gruß an Tobi. Und zwar der Loma 13 und zwar Nummer 1, die ich damals von Holmer Knudsen erworben habe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Steht 1 von 13. Leider die letzte Pfeifenmesse, die wir hatten. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr schöne Pfeifenmesse und ich bin froh, dass ich da nochmal dabei war. Und ich bin froh, dass ich die 1 schießen konnte. Super filigran, also um einfach mal einen Tschechen daneben zu halten, damit ihr eine Vorstellung habt. Das Pfeifchen ist wirklich ultraschmal. Nichtsdestotrotz, 9 mm gefiltert. Und ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich habe echt Sorge, sonst mal was kaputt zu machen, weil der Zapfen bzw. das Endstück vom Pfeifenkopf ist wirklich super, super schmal. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine richtig, richtig coole Pfeife und sie lässt sich richtig gut rauchen. Also. Ich meine, Holmer Knudsen macht mitunter auch für den asiatischen Markt, was ich gesehen hatte, damals in seiner Werkstatt, wirklich klobige Pfeifen. Ist aber selbst, wie er sagte, mehr der Fan von feinen Pfeifen. Und da bin ich super froh drüber, weil dann kommt sowas bei raus. Und es ist ein Prince-Shape, was es ermöglicht, wirklich jeden Tabak bis zur Gänze richtig geil zu rauchen. Also wenn da was nicht schmeckt, dann ist es entweder der Tabak wirklich oder ich habe auch keine Ahnung, was es sonst sein soll. Gut, nichtsdestotrotz, ballern wir jetzt mal die Scheibe rein. Kann ich euch so jetzt zwar nicht zeigen, aber ich werde die jetzt ein bisschen drehen, werde die ein bisschen drücken, damit die so ein bisschen die Fasern aufsplittern. Dann machen wir das Ganze ein bisschen länglich, weil durch die Dicke der Flake-Scheibe kriege ich leider nicht die ganze Scheibe mit einmal rein. Und ich wette, ich werde einige Probleme haben, den Tabak auch zu entzünden, aber sei es drum. Heute an unserem 5. Friday Flake, der wohl auch erstmal der letzte sein wird, gönnen wir uns das. Will nicht heißen, dass es generell der letzte ist, sondern ja, ich mache jetzt erstmal eine Pause, was die Flakes angeht. Nicht, weil ich nicht noch welche hätte, noch 2, 3 Dosen verschiedensten Flakes habe ich noch da. Nur eine davon möchte ich erst im Herbst aufmachen.
wenn ich es durchhalte und nicht vergesse. Und zwar hiervon die Herbstversion, die genauso alt ist. Und zum anderen, ich habe genug offen. Also nur für das Video wäre das jetzt ein bisschen schade. Wobei ich zugeben muss, ich hätte jetzt nur für dieses Video den hier aufgemacht, aber offensichtlich habe ich den schon geöffnet. So, werden wir mal gucken. Quälen wir uns mal durch die dicke Scheibe durch. Also was das Anzünden angeht. Kommt sofort ein ganz eigenes Aroma bei rum. Allein schon beim Entzünden. Das Erste, was ich gemerkt habe, ist eine gewisse Süße, aber nicht klar definiert. Nicht chemisch oder so, aber irgendwie, als hätte das Ganze ein Top-Casing bekommen, was du nicht riechst, aber schmecken kannst. So kam es ein bisschen rüber. Ansonsten merke ich von der Würze direkt den Burley Perique-Misch. Oh ja. Der hat vom Geschmack eine gewisse Schwere, ist leicht bitter. Ich denke da mal, das wird jetzt der Kakao sein. Was allerdings unter Tobacco Reviews steht, ist, dass der eher mild ist, also mittlere Stärke. Das Aroma soll wirklich sehr schwach sein, was ja nicht verkehrt ist. Also Dänisch ist mir sogar lieber als zugesoßt. Ich würde sagen, klassisch dänisch. Wirklich ganz, ganz, ganz sanftes Aroma. Von der Süße der Milchschokolade oder der Schokolade an sich merke ich persönlich gerade gar nichts mehr. Das hatte ich ganz am Anfang. Das ist jetzt weg. Aber es kommt eine ganz, ganz sanfte Kakaonote durch. Also ich will nicht sagen 99%iger Kakao, aber so um die 80% aufwärts auf jeden Fall. Ich bin ja mehr so da der süße Typ. Mal ein bisschen nachzünden. Und der Perique ist spürbar. Er ist nicht doll vorhanden, aber er ist spürbar. Er hat eine gewisse. Also entweder habe ich diese Spritzigkeit in der Nase und im Rachenraum oder so ein leichtes Kratzen. Der geht mehr Richtung Kratzen. Wobei Kratzen ist immer negativ interpretiert, aber meine ich nicht so. Aber er wirkt, sage ich mal, im Geschmacksbereich weiter hinten statt weiter vorne und oben. Aber er ist, wie ihr seht, ein ziemliches Biest, was das Entzünden angeht. Er will nicht so wirklich Feuer fassen. Aber lieber mache ich immer wieder oberflächlich ein bisschen Feuer, als dass ich ihn mir direkt reinschmörgel, weil dann schmeckt er irgendwie nur noch, also generell schmeckt mir der Tabak mehr verbrannt. Auf jeden Fall ein interessanter Geschmack, den ich so noch nicht kannte. Nicht in der Kombination. Könnte für meinen persönlichen Geschmack einen ganzen Tucken süßer sein. Aber gut, wer es mag. Tabak ist dominant. Ich finde ein bisschen sehr viel Burley. Ich mag Burley wie andere Latakia nur in kleinen Dosen. Aber ist okay, kann man rauchen. Also ich würde ihn so aufs Erste rauchen und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich nicht schon mal ein Scheibchen geraucht habe. Wäre so wie den Springtime ansiedeln. Der Tabak ist okay, aber wäre jetzt nichts für meine Bar. Nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ein Armee, ne? Das muss man zelebrieren.
Es ist der letzte, den ich habe. Der letzte, der zu mir gekommen ist. Ja, aber gut, ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen auf mich wirken. Schauen wir mal. Sollte es noch irgendwas Interessantes geben, irgendeine Veränderung, schreibe ich es dann unten in die Textbox rein. Ansonsten, wie gesagt, war schön an der Runde teilgenommen zu haben. Tobi hat Spaß gemacht. Ich war also sofort Feuer und Flamme. Und ich sag mal, 5 Videos in Folge ist schon ein guter Schnitt. Und wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe, denke ich, werde ich nochmal einen Flake Friday reinknallen. Aber ich habe jetzt nicht mehr, wie gesagt, so viele Flakes. Und die, die ich habe, lasse ich lieber noch zu. Weil wäre schade drum, die jetzt einfach deswegen aufzureißen. Wobei mir das Format, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Jetzt kommt er langsam. Jetzt brennt er, jetzt glimmt er. Wobei ich mir überlegt habe, es gäbe ja noch ein anderes witziges Format. Ich meine, wir haben den Sunday Smoke, wir haben den Dockers Day, wir haben den Friday Flake. Ich habe mir schon überlegt, welcher Tag ist also so der Zahltag gewesen früher, wo es dann Geld gab. Wird wahrscheinlich der Freitag gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber andererseits, manche Leute kriegen ja am Anfang des Monats schon ihr Geld. Da dachte ich mir, vielleicht so Montag, Dienstag, Zahltag, und dann werden Coins vorgestellt. Also wenn das jemand übernehmen möchte, habe ich kein Problem damit. Vielleicht schließe ich mich sogar an. Ja, er ist schon eine witzige Idee, finde ich. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwas lostreten. Eben lobe ich ihn noch, weil er brennt, und jetzt ist er schon wieder aus der Sauhand. Ja gut, nichtsdestotrotz, ich werde mir den noch ein bisschen zu rechtbiegen, sage ich mal, und dann genieße ich die Pfeife bis zum Schluss. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Ich habe heute mal frei, deswegen kommt das Video auch ein bisschen eher. Und ja, mal gucken, was ich als nächstes in den Äther werfe. Ich wünsche euch was, macht's gut und bleibt gesund.